Moin, moin, meine lieben Freunde der dunklen Unterhaltung. Willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu Dark Souls. Es ist ein Spiel, was natürlich schon oft gespielt wurde und sehr alt ist, aber es ist neu für die Switch, deswegen spielen wir es. So, weiter geht's, wir schnacken nicht lang. Befinden uns an der Brücke, wo wir den Drachen letztes Mal haben liegen lassen, aber wir sind ja weitergegangen beim vorletzten Mal. Und jetzt müssen wir erstmal hier wieder uns vorkämpfen, um vielleicht auch meine Seelen zu holen, die ich alle verloren habe gegen so einen dicken, fetten Ritter. So, das kann ein bisschen dauern, müssen wir jetzt erstmal wieder hochkämpfen. Das macht nichts, machen wir jetzt. So, dieser dicke Ritter, der war ja so stark, dass wir gar keine Chance gegen den hatten eigentlich. Warte mal, jetzt kommt er von unten angerannt. Okay. Zack. Nächste. So, wir könnten natürlich jetzt da hochgehen, dann würden die uns aber mit den Fallen die ganze Zeit abschließen. Deswegen müssen wir hier längs wieder. Ist ein bisschen nervenaufreibend, immer finde ich, das ganze Prozedere nochmal zu machen. Aber was soll man tun? So, warten wir mal kurz ein bisschen, bis er kommt hier. Und rennen an ihn vorbei, um hier ein paar zu erledigen. Oh nein! Hat er mich da runtergeschissen? Gar nicht. Du kannst auch einen hier. Und dich umrunde ich ein bisschen. Vielleicht. So, das haben wir glaube ich alle. Noch ein bisschen Leben hier. Gehen wir weiter da hoch. Keiner mehr. So, der erste von diesen blöden größeren Rittern kommt natürlich rausgerannt zu uns. Deswegen, ich konnte nicht einfach dran vorbeirennen. Der kommt schon gleich angetoppelt. Soll er auch ruhig. Suchen wir dem mal Platz zu machen. So. Danke. Balderrüstung, was ist das denn? Muss nochmal an. Oder? Wanderer, Balderrüstung. Balderrüstung sieht ja schon sehr viel besser aus. Ich weiß nur nicht, wie das ist von der. Okay, warte mal. Von der Balderrüstung. Die Balance ist 16. 20, 16. Resistenz ist das schon. Aber die ist natürlich robuster hier, ne? Gewicht hat 10. 3,5. Natürlich alles ein bisschen runter. Dafür ist die physische Abwehr ein bisschen höher. Teste die mal. Hier ist viel langsamer. Boah, ich bin ja viel langsamer damit. Oh, das ist ja blöd. Ah, ist schon besser so. Okay, wir gehen erstmal hier längs. Hier sind ja auch ein paar Leute. Bin gespannt, ob ich meine Sachen wiederbekomme. Nächste. Ja, ist nicht so schwer, wie man sieht. Kurz mal weiter. Schnell platt da. So, wir gehen weiter. Also ich habe meine Sachen da hinten in dieser blöden Kirche, Kathedrale verloren. Ist wahrscheinlich schwierig, die Sachen da wieder zu holen, davon gehe ich aus. Aber vielleicht kann man das Waffen, mit dem man reinrennt, das holt und wegläuft. Gucken wir gleich mal. Oh, jetzt müssen wir die hier unten ein bisschen platt machen.
Oh, der hier, den kriegen wir auch noch. Okay, da gehen wir jetzt nicht rein, weil dann kommt der Typ jetzt gleich wieder auf uns hin. Ich glaube, wenn wir hier rein. Wollen wir auch noch nicht. Vielleicht finden wir ja irgendwas, was uns helfen kann. Was hier genau hingeht, weiß ich nicht. Lieber das Schild voraus. Da hat man auf einmal einen, ne, der einen wieder killt. Hier höre ich auf jeden Fall schon einen Hämmerschläger. Was hier? Aufpassen, die kommen von unten. Da haut doch jemand irgendwo gegen Stein. Hier ist ein Leuchtfeuer. Das ist ja schon ziemlich cool. Dann fahren wir mal. Super. Metten da. Ah. Ein Wolfsmensch. Ach so. Ach, den kann ich reden, okay. Well, you must be a new arrival. I'm Andre of Astora. If you require smithing, then speak to me. Das ist doch gut. Isselen. Hurra! Gut. Ausrüstung umwandeln, was heißt das denn? Zum Umwandeln ist aber auch so ein Wert ein Spezialgut. Das haben wir nicht. Waffe verstärken. Ah, okay. Also nehmen wir unsere Streitaxt hier. Die vielleicht. Alles verstärken, plus 1. Nötige Seelen. Ach so, kann ich die auch irgendwie. Kann ich nur mit den kleinen Scherben das verstärken? Okay. Rüstung verstärken. Ausrüstung reparieren. Eine Scherbe versteckt. Schwert, Breitschwert, Schreitaxt. Altaxt. Klingt auch nicht schlecht. Lederschild. Hier kann man auch Pfeile kaufen wieder. Waffe verstärken. Das ist ja nicht, man kann sie ja nicht viel verstärken hier, ne? Alles verstärken. Plus 1 verstärken zu Streitaxt plus 2. Guck mal. Okay. Mal zu 3. Nochmal machen. Nochmal. Mehr können wir nicht, ne? Okay. Gut. Oder auch nicht gut. Das Schild verstecken wir auch mal. Okay. Don't gut. Get yourself killed. Neither of us want to see you go hollow. Okay, jetzt haben wir ein bisschen stärker ist das Ding auf jeden Fall jetzt. Was gibt's hier unten? Mal runtergehen und gucken. Ah, ja, wer ist er denn? Okay. Den greifen wir jetzt mal nicht an, der sah mir ein bisschen zu mächtig aus. Gucken wir, was es hier oben noch gibt, so. Aber so ein Viech, was irgendwie Blitze schickt. Weg. Mit der hin. Wenn so lange schlauchartige Wesen, habe ich immer Angst, dass gleich was passiert. Los. Was denn? Ja. Kann was anderes sagen? Forgive me. I was absorbed in thought. I am Siegmeier of Katarina. Quite honestly, I've run flat up against a wall. Or a gate, I should say. The thing just won't budge. No matter how long I wait. And oh, if I waited. So here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. Okay, fragen wir nochmal, welcher der. Still closed. Still closed. Okay, also. Er will das Tor aufhaben.
Können wir ja vielleicht machen irgendwie. Weiß zwar noch nicht wie. Aber vielleicht kriegen wir es ja hin. So, erstmal hier weiter. Da geht's ja nicht weiter irgendwie. So, ist die Frage, was ich mache. Ich könnte natürlich jetzt einmal kurz das Leuchtfeuer hier benutzen. Wenn ich jetzt hier raste, kriege ich dann meine Sachen eigentlich wie? Also, geh erstmal hoch. Und wenn wir oben irgendwas machen können, dass wir unsere Sachen da wiederbekommen. Weißt du was, war so gefährlich da? Vielleicht gibt es einen Weg. Da doch irgendwie hinzukommen. Ich verstehe nicht, ich habe doch so viele Sachen hier drin. Da verstärkt, sonst nicht versteckbar, Waffen bis 5. Versteckt Standard grauer Brocken. Kann er damit nichts anfangen? Nutzen geht nicht. Kann man es dann unten selber vielleicht machen beim Schmied, wenn man beim Schmied davor steht? An seiner Werkbank, kann ich das denn machen? Oder muss ich mal interessieren? Es ist ja so ein bisschen blöd, dass ich da was hab, was meine Waffen nicht wirklich verstärkt, obwohl es eigentlich so sein müsste. Lässt sich nicht. So, und da. Wenn man hier so steht, vielleicht kann man das dann machen. Dann nicht. Wo man das denn verstärken kann? Vielleicht brauchen wir noch ein eigenes Set dafür. Ein Verstärkungsset. Kann man sowas bei ihm kaufen? Kann man noch mal. Ja. Waffenschmied, Rüstungsschmied. Verstärkung und Rüstung am Lagerfeuer. Das wäre natürlich nicht schlecht. Kostet 2000 Seelen. Okay, die holen wir uns und dann kaufen wir uns diese Kiste. Dann mal 2000 Seelen besorgen. Einfach wird. Wird, glaube ich, überhaupt nicht einfach. Aber ich bin guter Dinge. Jetzt ist meine Axt ja super stark. Hoch. Na, direkt da rein können wir ja nicht. Wenn ich direkt da reingehe, dann kommt dieser riesen Typ an und will mich platt machen. Kann ich ja mal hier auf die freie Fläche locken? Vielleicht kann man ja hier töten. Ich meine, wenn ich die jetzt verliere, die Sachen, dann ist das so. Das würde mich ja trotzdem mal interessieren. Hier hingehen. Ja, komm. Wenn man den jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen geht. Hier so eine gute Fläche, um ihn auch mal ein bisschen zu umrunden zwischendurch. Hier bin ich. Oh. Okay, das war dumm. Wieder mit raus hier. Machen es draußen weiter. Ich glaub, so schwer ist der gar nicht. Wenn man den gut umrundet, kann man eigentlich hinbekommen. Hier habe ich mehr Platz zum Laufen. Geduld haben. Oh nein! Immer wieder. Okay, warte.
Ah, shit. Komm her. Dicker Koloss. So, so schwer war dann doch nicht, wenn man hier draußen, wenn man ihn hier draußen platt macht. Wenn wir drin natürlich ein bisschen aufpassen. Wissen, dass da oben einer ist, der auf uns schießen kann. Gehen wir kurz hier hoch. Feuerhüterseele, okay. Haben wir jetzt aber. Können wir hier auch irgendwas machen noch? Nee. Okay. So oder so muss ich ja irgendwie dahin, wo diese ganzen Leute mich da oben gekillt haben. Es gibt da so einen Weg, das ist der da hinten. Hier gehen wir gleich längs. Wollte er so da oben nicht, dass da jemand runterkommt. Scheint nicht. Oh. Ich locken wir auch mit raus. Bisschen. Glaube ich, leichter draußen fertig zu machen. Scheiße, ich habe das Leuchtfeuer benutzt. Das heißt, ich habe nur 5. Komm. So. Jetzt bist du fertig. Passt. Okay. Oder? Ein bisschen Angst hier, muss ich zugeben. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen vorsichtiger ist, dann klappen. Bin mir nicht sicher, ob man die da unten nicht erst killen sollte, die beiden. Wie sind hier meine Seelen? Dass wir zurückerlangt, das ist natürlich super. Okay. Wie viele Leute hier oben drin sind, oder kommen die von unten hochgerannt? Nein! Oh nee, ne? Das ist nicht euer Ernst. Scheiße. Okay, müssen wir die ganzen Leute mal killen. Das geht mir so ein bisschen auf die Eier. Oh, blöd. Das war ein dummer Fehler. Aber so ist das. So passiert es. Macht einen dummen Fehler und man büßt damit so gleich.
Wollen wir jetzt hier anfangen? Weiß ich nicht. Das andere haben wir nicht entzündet, ne? Nee. Den ganzen Weg wieder hier hochgehen. So, du Spast, ich nehme auch noch mit. Okay, kurz was. Jetzt gehen wir natürlich den ganzen Weg und so, aber ist natürlich schade. Das Leuchtfeuer echt nicht entzündet, damit ich das alles bekomme. Aber jetzt ist die Frage, mein Schwert dann trotzdem noch? Okay, ist plus 4. Das ist also egal. Meine Frage nur, ob ich natürlich die Leute da erstmal rauslocke, weil wir müssen ja so oder so irgendwann da rein. Vielleicht mehr Sinn, den dann hier draußen Platz zu machen. Huch, kommt der jetzt nicht mehr her? Da tatsächlich nicht mehr, nein, lassen wir ihn da, wenn er nicht herkommt. Muss er da rauskommen. Noch Wumms hinter. Aber es hackt. Mist. Nein. Arsch. Oh, ein Arsch. Ja, mir ist das Ganze, wie ich mir das vorgestellt habe, verdorben. Gut, den holen wir trotzdem noch raus da hinten. Weil dein großer Ritter ist ja tot, das ist schon mal gut. Jumar killen, das ist schon mal perfekt. Wir könnten theoretisch auch gleich hier durchgehen. Mist. Kacke. Okay. Schnell was? Das Gute ist, wir können direkt durchlaufen. Also, naja, das heißt direkt durchlaufen. Aber der oben dürfte uns eigentlich nicht erwischen. Wenn wir gut laufen, glaube ich. Die Ritter waren hier nicht drin. Und der Große, der ist ja tot. Also laufen wir kurz eine Runde. So. Unser Stash mal wiederholen da oben. Oh, hier runter. Oh.
Nein! Ach, so ein Aschi. Oh. Komm her. Ach, Mann! Oh nein! Nein! Oh. Okay, trinken wir schnell was. Kann ich nur meine Sachen wieder haben, das ist das Wichtigste. Weil das waren so viele Seelen, die fand ich eigentlich ganz gut zu behalten. Die ja hier vorne auch irgendwo verloren, ne? Ah, guck mal, das passt doch ganz gut. Wo sind ein paar hier, ein paar Locken zu uns, glaube ich. Und laufen wir ein bisschen. Und werde hier hinterherkommen. Ich glaube, hier kann ich sie besser erledigen. Da oben noch sind. Da kommt noch einer. Ja, und wie viele da oben waren, aber es waren auf jeden Fall sehr viele, glaube ich. Oh, wer ist er denn? Und auch hinterher gelaufen? Okay, da komme ich ja gar nicht hin zu dem, oder? Soll ich den platt machen? Hier mein Schild, das ab kann. Testen wir mal. Nee, nicht wirklich. Ein paar Brandenbomben hier? Leider nicht. Shit. Muss ich jetzt auch nicht wieder erledigen wollen. Tot. Oh. So. Wäre jetzt gar nicht so schwer. Geht leider auch nichts. Mann, oh Mann. Hat aber auch lange gedauert, die längste zu kommen, oder? Oben ist noch so ein Ritter. Wir warten, lassen wir. Kommt da hinterher? Er kommt runter, okay. Dann müssen wir den erstmal kalt machen. Aber es ist so normaler, ne? Den machen wir hier kalt. Probieren wir zumindest. Nervt immer so ein bisschen, wie so fies zustechen.
Okay, das war's. Nein! Oh. Oh, lauf weg! Oh, scheiße! Ah, das regt mich jetzt ja total auf. Aber was fand ich, war ich so vorsichtig bis dahin? Das ist ja blöde. Echt blöde. Oh, ist das nervig. Vor allem sind die alle wieder da gleich, ne? Beschissen. Okay, wir versuchen mal schnell dahin zu kommen und das nur zu machen. Aber, ja. Ach, Mann. Doch. Wenn wir es schnell machen, ist ja auch doof, ne? Na los heute. Ah, es regt mich total auf, dass man da jetzt drauf gegangen ist. Aber es ist das Unvorsichtige, ne? Man ist eine Sekunde unvorsichtig. Runter oder was? War es nicht nett. Oh, jetzt brenne ich auch noch. Das gibt's doch gar nicht. Reicht doch irgendwie, ne? Also, es macht leider zu viele Fehler, das ist so blöde. Man muss mit den ganzen Typen da wieder killen, das ist echt nervig, oder? Aber nun ja. Oh nein, ich wusste, dass es einen Angriff macht. Ah. Ja! Nein! Was mache ich denn die ganze Zeit? Also das sind jetzt wirklich jetzt richtig dumme Flüchtigkeitsfehler. War auch nur, weil man zum anderen unbedingt hin will, ganz schnell. Quatsch. Ey, was ist das denn für ein Scheiß? Oh, oh. Ja, Leute. Da kommen wir gerade nicht weiter, merkt man. Ich bin jetzt echt 3-4 Mal draufgegangen, wegen dummen Sachen. Ich muss jetzt auch, glaube ich, aufhören, sonst werde ich richtig wütend. Nein, wir machen es beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.